Hey Leute, und zwar herzlich willkommen zum nächsten Teil von den OBS-Tutorials. Endlich geht's weiter. Ja, es gab schon eine 2 Wochen jetzt keine Tutorials mehr. Und ja, heute soll es endlich weitergehen. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für die etwas längere Pause jetzt, aber ich hatte ja natürlich sehr viel Stress mit Prüfungen, Klausuren, Schule und so weiter. Ja, denn so ein Tutorial, wie gesagt, dauert dann immer ein bisschen Zeit, bis ich sowas geplant habe und bis ich so vorhabe, was ich machen möchte. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen, denn das Hauptziel ist, dass es heute weitergeht, nämlich mit dem Follower Alert. Und zwar, ja, wir befinden uns ja gerade auf unserem Twitch-Channel und man kann ja die Follower anzeigen lassen im Stream, also wenn jemand auf Follow drückt. Das ist sozusagen wie Abonnieren auf YouTube, ist genau auch so kostenlos. Und ja, wir beginnen mit dem allerersten Teil, was wir brauchen. Nämlich OBS. So, können wir auch mal maximieren. Machen jetzt aber nicht, weil es einfach geht mit dem Browser. Und zwar gehen wir erstmal auf die Webseite nightdev.com. Ganz wichtige Webseite. Denn von hier müssen wir zuerst mal so ein paar Dinge herunterladen, wenn man es auf diese Art und Weise machen möchte, wie ich das mache. Also wie ich die Follower anzeigen lasse zumindest. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Aber dazu braucht man sicherlich mal einen zweiten Bildschirm oder vielleicht sogar einen dritten Bildschirm, um das anzeigen zu lassen. Aber ich möchte euch 2 Optionen zeigen, wie man Follows anzeigen lassen kann. Nämlich mit einerseits Twitch Alerts und andererseits mit eben Nightdev. Und ja, das sind 2 verschiedene Dinge. Nightdev braucht man aber sowieso. Und ja, weil dazu braucht man den CLR-Browser und ohne den CLR-Browser funktioniert das Ganze nicht. Okay, wir sind auf nightdev.com und nightdev.com hat so einige geile Projects, die wir gerade sehen. Zum Beispiel der Nightbot ist von Nightdev programmiert, Twitchcast und so ganz viele verschiedene Dinge kann man sich ja angucken. Für uns relevant ist der Follow Alert, den haben wir hier. So, Linksklick, Rechtsklick müssen wir noch machen. So, okay, das ist der neue Follow Alert, wie man auch sieht. Es gab früher mal ein bisschen anderer, aber das sieht ja jetzt doch recht geil aus. Den gibt es auch nicht so lange, glaube ich, erst seit 2 oder 3 Wochen mittlerweile. Früher sah er immer leicht anders aus, aber ja. Wir können einfach mal auf Install klicken und dann kommen wir zum Installationsvideo, zum Installationsprozess. Wir können uns ja auch ein Installationsvideo angucken und so weiter. Und so weiter. Aber ihr merkt schon, das ist auf Englisch und ich möchte es auf Deutsch erklären. Okay. Ja. Erkläre das Ganze auch für OBS. Für XSplit gibt es bald ein Tutorial wahrscheinlich. Im Moment noch nicht. Also kein Video-Tutorial zumindest, aber ich glaube, es wird auch erklärt so ein wenig. Gut, aber wir müssen erstmal hier klicken jetzt OBS Download for Windows. So, dann wird hier unten, wie man sieht, der CLR-Browser runtergeladen. Ja, dann würde ich sagen, laden wir den auch mal ganz kurz herunter und dann geht es nachher gleich weiter. Wir können jetzt hier aber schon mal weitergehen. Wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten. Und ja, wir müssen uns jetzt mit Dropbox anmelden. Das sehe ich gerade. Ich weiß auch nicht warum. Ach, man kann auch weitergehen oder nicht. Moment mal. Okay, gut, dann melden wir uns hier mit dem Dropbox-Account schnell an. Gut, können wir machen. Das ist jetzt eben gerade alles ein bisschen neu, auch für mich, weil ich das erste Mal das Ganze mache. So, okay, ich würde sagen, ich mache euch jetzt mal einen kurzen Cut rein und dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Schritt. Also das heißt, wir müssen anscheinend doch einen Dropbox-Account erstellen. Wenn ihr den Nightdev, also ich meine zumindest den Follower-Alert von Nightdev angucken möchten. Okay, gut. Also Leute, bis gleich. Alles klar, ich habe mich mit der Dropbox jetzt verifiziert hier auf Nightdev und wir können jetzt weitermachen mit dem nächsten Schritt. Wir können jetzt hier unser Twitch-Channel eintragen. Hier müsste ich jetzt Multidismo TV einfach eingeben. Dann haben wir den Alert-Stein, den wir auswählen können. Wir sehen jetzt hier oben, wie der Follower-Alert aussieht. Hier oben jetzt einfach New Follower, das bleibt einfach, das kann man nicht wegmachen, außer man benutzt ein Custom-Template, was ich auch gleich zeigen möchte. Oder, und hier steht einfach Nightdev, das ist halt der Name, der angezeigt wird. Und wir können sie auch das Ganze auch auswählen. Man könnte auch jetzt zum Beispiel das etwas breiter machen oder man kann Trepanized auswählen. Dann sieht das Ganze so aus. Dann wird es auch ein wenig eingeflogen, glaube ich. Oder Old Flat. So. So sah es zum Beispiel früher aus. Das ist der alte Alert, wer den vielleicht noch kennt. Wie sieht der aus? Das ist der, genau. Oder man kann auch hier Use My Own Text. Ist es einfach weiß, weil man muss zuerst den Custom Alert pixeln, dann kann man selbst pixeln mit Photoshop. Man kann das nämlich, ich glaube hier, genau, klick hier, for the template, dann sind wir hier Template hier runtergeladen.
Gut, öffnen das Ganze ganz kurz. So, dann nehmen wir Photoshop mal hier rüber, weil es ist ein Photoshop-Template. Und jetzt, der Name wird hier angezeigt. Der wird immer hier angezeigt, aber man kann jetzt halt den ganzen Rest auszoomen, so selbst gestalten, wie man möchte. Einfach der Name, der wird genau hier angezeigt, wo dieser schwarze Balken steht. Wie man, je nachdem, wenn jemand followt. So, das kann man aber selbst entscheiden, hatte ich ja früher auch schon mal gemacht, wo man hier halt einfach stand, willkommen in dieser Family und dann hier unten der Name. So ist das zum Beispiel möglich. So, ist es aber nicht relevant oder so. Der CLA-Browser also ist auch gleich heruntergeladen. Gut, dann kann man ja zum Beispiel, ich wähle jetzt hier auch wieder das einfach das normale aus, man kann ja sogar auch noch die Farbe einstellen, so, da werden ja einfach mal grün, weil grün eine geile Farbe ist, meiner Meinung nach. Gut, das ist jetzt unser Follower-Alert. Dann kann man auch noch eine Sounddatei auswählen. Wir können jetzt hier das Ganze, es ist ganz wichtig, dass das Ganze im OGG-Format ist, das heißt, ihr müsst eure Audio-Datei konvertieren zum OGG-Format, oder man kann auch hier Convert to OGG, dann öffnet sich ein Online-Konverter, das Ganze, wo man dann einen Sound hochladen kann und dann wird er automatisch konvertiert und dann kann man sie darüber kopieren bzw. herunterladen und dann hochladen hier wieder. Wir machen das Ganze jetzt auch mal ohne Sound und jetzt, genau, seht ihr No Channel Provided, weil ich keinen Channel angegeben habe bei mir, aber dann wird hier so ein Link stehen. So ein ganz, ganz langer Link. Und jetzt in diesem Fall kommt der CLA-Browser ins Spiel, weil der muss in den CLA-Browser eingefügt werden bei OBS. Das heißt, wir öffnen mal unser OBS und warten noch ganz kurz, bis der CLA-Browser fertig heruntergeladen hat. Ich weiß nicht, ob das so lange dauert heute. Keine Ahnung. Weil normalerweise habe ich über 1 Mbit pro Sekunde Download, aber im Moment sieht es noch relativ wenig. Also wir können auch mal ganz kurz gucken. Chrome Downloads, da müsste eigentlich die Geschwindigkeit angezeigt werden. Ja genau, nur gab 510 Kilobit in dem Moment. Ja, okay. Normalerweise müsste das so irgendwie bei 1500, 1600 sein bei mir. Aber wer weiß, vielleicht sind gerade andere Familienmitglieder auch noch im Internet. Gut, wir haben jetzt diese Datei runtergeladen. Wie gesagt, das, wie ihr gesehen habt, das war fast 100 Megabyte. So, und öffne das ganz kurz. Ist eine ZIP-Datei und dann sehen wir hier zwei verschiedene Dinge. Wir müssen jetzt erstmal hier reingehen. Dann haben wir hier die Datei install.bat. Die müssen wir nicht ausführen. Ganz wichtig. Denn wir nehmen jetzt einfach mal ganz kurz. So, ich muss das jetzt mal rüber kopieren auf einem anderen Bildschirm. Ausschneiden. Entfügen. So, Moment, dann minimiere ich auch hier mal ganz kurz im Browser. Und dann haben wir hier diese Datei. So, wir machen jetzt erstmal hier 7-Zip zum Beispiel, einfach das Ganze entpacken und dann machen wir mal hier entpacken. So, kurz Moment. Jetzt ist das Ganze hier hinten, wieder rüberziehen. macOS X braucht man nicht unbedingt. Ist auch überhaupt nicht relevant. Nur wenn man Mac hat zum Beispiel, ich glaube, dann muss man das machen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den CLA-Browser überhaupt für Mac gibt. Also von dem her. So, das öffnet sich immer auf einem anderen Bildschirm, deshalb muss ich das Ganze rüberholen wieder. Gut, das ist jetzt alles, was man braucht. Wir müssen jetzt einfach nur das install.bat ausführen. So, dann müssen wir das akzeptieren. So, und dann haben wir hier diese Konsole, die sich öffnet. Und jetzt sieht man hier Installing Visual, C++, Register, Bootable 2013 und so weiter. Und jetzt sieht man hier Installed for x86. Das heißt, es wurde alles für die 32-Bit-Version installiert. Denn das ist ganz wichtig, CLA-Browser funktioniert nur mit 32-Bit. So, auf dem anderen Bildschirm habe ich jetzt gerade auch eine Installationsdatei gesehen, jetzt wird ja zum Beispiel noch Net Frameworks und so weiter heruntergeladen, das dauert jetzt alles ein wenig. Ich breche das Ganze jetzt aber mal ab, weil ich das Ganze natürlich schon installiert habe. So, aber installiert es wie gesagt hier für beide Versionen. Der Follow Alert ist auch ganz wichtig, der funktioniert meistens nur mit der 32-Bit-Version. Es ist jetzt für 32-Bit und 64-Bit installiert worden, wie man sehen kann. Und ja, der installiert jetzt natürlich noch ein paar Sachen und ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Bis gleich. So, und da sind wir endlich wieder zurück. Nach ca. einer halben Stunde, denn ich habe jetzt Net Frameworks installiert und dadurch muss man den PC leider neu starten oder es funktionieren einige Programme leider nicht mehr, wie zum Beispiel eben Camtasia Recorder, mit der ich das Ganze hier jetzt aufnehme. Funktioniert leider gerade auch nicht mehr. Also muss ich die Aufnahme wohl abbrechen und dann gerade alles neu starten. Ja, aber CLA-Browser sollte jetzt auf jeden Fall installiert sein. Dann nehmen wir auch mal unser OBS hier rüber. Und dann machen wir jetzt einfach Rechtsklick hier rein, hinzufügen. CLA-Browser. Das könnte zum Beispiel ein
Follower Alert oder so. Alles klar. So, dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier müssen wir jetzt angeben, wie groß der Follower Alert sein sollte. Ich glaube, der... ich weiß gar nicht, wie groß der überhaupt sein sollte, aber der von NightDev empfehle ich etwa so 580 x 120 einzustellen. Und dann bei Output Characteristics müssen wir es ungefähr so machen, damit dann auch die Schrift sieht, die dann angezeigt wird. Oder auch, ich glaube, das ist auch ungefähr, wie groß die Deckkraft und so weiter dann ist. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade zu laut, wenn ich so meinen Pegel sehe, der ausschlägt, aber ich glaube, es ist gut. Gut, dann haben wir eine URL und diese müssen wir ändern. Und ich habe vorhin gezeigt im Video, dass da ein Link angezeigt wird am Ende bei NightDev und den müssen wir einfach hier reinkopieren am Ende halt. Und dann klappt das alles. Also ja, einfach nochmal im Video zurückspulen und nochmal vielleicht ganz kurz angucken, wo man diesen Link herbekommt. Den muss man einfach hier reinkopieren, dann einfach so mal OK drücken und dann funktioniert das. So, das ist die Variante, wie es mit NightDev funktioniert und wie man den CLR-Browser installiert. Dann gibt es auch die andere Variante und dazu brauchen wir meinen Browser wieder, so, auch wieder kurz geöffnet. Und jetzt gehen wir auf Twitch alerts.com. So, oh, und ich habe kein Internet. Moment, Internet muss wieder angemacht werden, kurzer Moment. So, Internet ist wieder da. Ihr wusstet ja vorhin vielleicht beim CLR-Browser vom Download, hat relativ lang gedauert. Dann habe ich einfach gedacht, ich starte mal neu und ja, habe ich jetzt gemacht. Okay, F5 und. Funktioniert das? Moment mal. Okay, ich habe eigentlich wieder Internet. Ja, ist nicht. Okay, gut. Dann müssen wir mal Launch Twitch Alerts machen. Zack. So. Normalerweise muss man noch wie sagt man dem? Muss man sich noch verifizieren mit seinem Twitch-Account, das heißt, ihr müsst angemeldet sein mit Twitch, damit ihr hier reinkommt. Und ja, über Twitch Alerts wird es wahrscheinlich auch demnächst mal noch ein ausführliches Tutorial geben. Und ja, das ist ein ganz geiles Programm auf jeden Fall, Twitch Alerts. Und hier zeige ich jetzt auch noch eine andere Variante, wie man auch die Follower anzeigen lassen kann. Und ich finde die persönlich etwas einfacher. Und wir können jetzt mal gehen zu... Wo ist die? Die Alertbox. Diese brauchen wir. So. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch noch... Ich glaube, man muss die Alertbox... Moment, wie heißt das? Ne, das braucht man nicht. Ne, für Stream-Labels braucht man noch ein extra Programm, aber für die Alertbox braucht man das nicht. So, und wir haben hier von Anfang an einfach diesen Link hier. Genau diesen Link, der wird ja angezeigt. Ich werde den jetzt nicht vollständig anzeigen lassen, bei mir, hier in diesem Tutorial, weil jeder könnte theoretisch damit meine Follower, meine Donations und alles von mir einfach nachverfolgen. Ja, deshalb werde ich jetzt auch nicht weiter nach unten scrollen. Und diesen kopiert man sich halt einfach. So, Ctrl-C, dann öffnet man OBS. Und dann kann man hier einfach auch beim CLR-Browser, muss man einfach diesen Link hier einfügen. Moment, wann, das mache ich auch noch mal ganz kurz, muss ich gar nicht machen. Wir switchen nämlich mal zu dieser Szene hier. So, ich mache meine Cam aus, damit ihr mich nicht sehen müsst. So, dann können wir das Zielvorschau starten. Und ja, erinnert euch vielleicht, hier unten wird übrigens werden meine Follower uns angezeigt. Und ihr könnt jetzt einfach mal das maximieren und dann hier mal Test Follower Alert machen. Zack. So. Wenn man diesen Link einfach im CLR-Browser drin hat, habe ich hier zum Beispiel einen Follower und auch, wenn ich auf Eigenschaften gehe, wird also Link angezeigt, einfach da reinkopieren und dann dauert es etwa 30 Sekunden und dann wird er angezeigt. So, wir warten jetzt mal. Jetzt sollte irgendein Test-User oder sowas kommen. So, wir warten, genau. Und da ist er. Das war unser Test-Follower-Alert. So, ich mache die Cam ja auch gar nicht an, sonst vergesse ich es während dem Stream dann. Gut, und das ist einfach eine viel, viel einfache Variante, denn wer genau aufgepasst hat, der wird schon gemerkt haben, das geht nämlich für alles, was hier angezeigt wird. Man kann mit diesem einen Link, den man in OBS im CLR-Browser einfügt, kann man Donations, man kann Hostings, man kann Subscriptions, also wenn jemand abonniert, und Follower anzeigen lassen, alles mit diesem einzelnen Link. Das kann bei NightDev nicht. Bei NightDev bräuchte man für den Donation-Tracker einen Link, man bräuchte für Subscriber einen Link und für Follower und einfach drei verschiedene Links, und bei Twitch Alerts kann man das alles in einen einzigen Link einfügen. Man kann hier unten auch noch ganz viele Settings einstellen, wie zum Beispiel die Schrift, die Länge und so weiter. Das könnt ihr auch alles selbst angucken.
Und wie gesagt, es wird demnächst auch mal noch ein Tutorial dazu kommen, wie zum Beispiel, dass ich das mit dem, wie viele Follower. Okay, jetzt sind wir mich doch egal. Hi, hier bin ich. Gut. Wie man zum Beispiel hier die Anzahl Follower heute anzeigen lassen kann, oder wie, was das mit dieser Uhr oder diesem Hashtag auf sich hat, wird im nächsten paar Tutorials mal kommen. Ich weiß nicht genau, wann das sein wird oder wann der Fall sein wird, dass ich wieder ein Tutorial mache dazu. Das ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da, Leute. Falls es Fragen gibt, ab in die Kommentare, damit ich antworte so schnell wie es geht. Maximal dauert es 24 Stunden grundsätzlich, bis ich auf einen Kommentar ausführlich antworte. Und ja, das war's dann, Leute. Haut rein und ja. Das ist auf jeden Fall einen geilen Support auf diesen ganzen Tutorials da. Und dann jetzt auch bald das Tutorial geben, wie man denn einen Chatbot programmiert. Ist wirklich ganz einfach, aber meine Tutorials sind ja angeblich extrem verständlich oder extrem gut verständlich und deshalb denke ich auch, dass ich euch Programmieren ein wenig erklären kann. Wie gesagt, das will. Oh. Ich würde es auch mal ein Tutorial geben zu Twitch Alerts, weil man damit ganz, ganz viele Sachen machen kann. Und dann denke ich mal, werden wir mit der Chatbot Programmieren beginnen. Und ja, auf jeden Fall, Leute, Bearbeitungszeit wird mir jetzt auch noch das Ganze etwas kosten. Ich habe mir da sicher ein bisschen Mühe gegeben und ich habe es auch über eine Stunde aufgenommen für das Ganze. Also ja, das ist auf jeden Fall eine positive Bewertung da, Leute. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Haut rein.